Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Amen. Meine Botschaft, die heißt heute der schwarze Reiter der Inflation. Doppelpunkt. Was nun? Wer hat schon gemerkt, dass alles teurer wird? Wer hat nicht gemerkt, dass alles teurer wird? Okay, gut, alles klar. Ist echt so eine Sache. Jemand kam neulich, also ein junges Paar hat sich verabredet. Und sie hat gemeint, du riechst so gut, es riecht so teuer, neues Parfüm. Und er sagt, ja, das ist Diesel. Weil es so teuer ist und man es sich kaum mehr leisten kann. Ja, ich fand es auch witzig das erste Mal. Ist so eine Sache, oder Heizöl, ich habe schon mal erwähnt, 4.300 Euro für 3.000 Liter Heizöl. Vor zwei Jahren waren das 1.500. Also das hat sich verdoppelt und verdreifacht, ja. Und so wie es aussieht, geht es nicht, also hört es jetzt nicht auf, sondern geht weiter und weiter und weiter. Okay, Offenbarung Kapitel 6, dort steht was über diese Dinge. In Offenbarung Kapitel 6 ist es so, dass Jesus vom Vater ein Buch mit sieben Siegeln bekommt und er bricht ein Siegel um das andere. Und das dritte Siegel, das hat was mit einem schwarzen Reiter zu tun. Ihr seht dann hier in dem Bild hinter mir den schwarzen Reiter, wer sieht den schwarzen Reiter? Okay, das ist, um den geht es also. Das ist der schwarze Reiter der Teuerung oder der Inflation. Na, und ich lese mal, was da steht. Offenbarung Kapitel 6 und Vers 5. Und als es, das Lamm Gottes, das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen vor dem Thron Gottes sagen, komm! Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, habe ich mich in der Zeile vertan. Also ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand. Der wiegt jetzt also ab. Was wiegt er ab? Er wiegt Güter ab. Dem wurde eine Waage in die Hand gegeben und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen sagen, die sagte, ein Maß Weizen, das ist Brot, ja, für einen Denar und drei Maß Gerste, das ist jetzt nicht so hochwertig, für einen Denar und dem Öl und Wein füge keinen Schaden zu. So. Gerste, Öl und Wein sind eigentlich landwirtschaftliche Produkte. Und normalerweise ist es so, dass wenn Öl und Wein wächst, also Wein, Ölbäume ausschlagen und Weinstöcke blühen, dann blüht eigentlich auch das Weizen und das Gerstenfeld. Aber hier heißt es ausdrücklich, Öl und Wein sind billig und Weizen und Gerste werden teuer. Also am Wetter kann diese Rezession nicht liegen. Na, es liegt nicht am Wetter, dass da plötzlich der Boden nichts mehr trägt, sondern das hat andere Gründe. In anderen Worten, es könnte eigentlich so schön sein, aber irgendwie ist was aus der Spur geraten und fährt jetzt in den Graben. Sachen werden immer teurer, obwohl es eigentlich gar keinen objektiven Grund dafür gibt. Und alle wundern sich, warum das so ist. Wir sehen diese Situation zurzeit. Bei uns wird Gas knapp und Elektrizität, wir haben die höchsten Strompreise in Europa oder in der Welt, mindestens in Europa, aber auch in der Welt, musst du dir mal überlegen. In Frankreich kostet der Strom nur halb so viel wie bei uns. Und die sind auch nicht abhängig von irgendwelchem Gas, von irgendwelchen Ländern, sondern die nehmen ihre Energie anderswoher. So, wenn wir also hier in unserem Land mit Rezession zu tun haben, dann dürfen wir nicht nur auf das sehen, was wir auf das Sichtbare schauen, sondern auch auf das Unsichtbare dahinter. Okay? Denn Ideenschau, Programme, Ideologien, die führen bestimmte Situationen herbei. Das musst du wissen. Und dann dürfst du dich auch nicht an den natürlichen Dingen, Mensch, schon wieder teurer, aufhängen, sondern du musst erkennen, dass es einen Grund hat, warum Sachen teurer werden, einen geistlichen Grund. Schau, dort oben im Himmel hat einer diesen schwarzen Reiter herbeigerufen. Wenn der Himmel einen schwarzen Reiter herbeiruft, dann kannst du machen, was du willst, dann wirst du nicht mehr los, es sei denn, du kriegst den Himmel dazu, dass er diesen schwarzen Reiter wieder zurückpfeift. Also wir müssen unbedingt uns mit dem Himmel kurz schließen, bevor wir hier anfangen, nach politischen Lösungen zu schreien. Ist so, ja. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Da dreht sich es um geistliche Kräfte, die hier angefangen haben zu wirken. Und wir müssen genau dort ansetzen. Das ist wichtig, 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 wichtig. Okay. Normalerweise schickt Gott keine schwarzen Reiter und auch keine roten Reiter und keine fahlen Reiter, keine blassen, leichenblassen Reiter durch die Gegend, es sei denn, er hat einen Grund dazu. Gott ist nicht ungerecht.
Und ein Richter verurteilt niemanden, zumindest ein gerechter Richter nicht, wenn es nichts zu richten gibt. Im Gegenteil, dann ist Segen bestimmt. So grundsätzlich musst du vor Gott keine Angst haben. Aber wenn du einen Götzen auf den Thron Gottes hiefst, dann hast du allen Grund, etwas zu bibbern. Okay, schau, wenn du zum Beispiel Gott von seinem Thron absetzt und den Staat, die Regierung und so, an seine Stelle setzt und gläubigen Herzens aufblickst zum Staat, den Staat Vater nennst, anstatt Gott. Und kaum ist ein Problem, rufst du nicht nach Gott, dem Vater oder seinen Lösungen, sondern nach dem Vater Staat. Dann kann es sein, dass Gott einfach so, ja, sich denkt, okay, diesem Götzen sägen wir jetzt die tönenden Füße ab. Und dann fängt dieses Staatswesen an zu kippen. Es heißt nicht, dass es dann vorbei ist oder dass dann die Verfassung schlecht wäre oder so, sondern die Praxis ist halt ganz einfach nicht so gut. Oder wenn Mammon dein Gott ist, wenn du mit deinem Geld nicht deinen Beitrag dazu leistest, es Reich Gottes voranzubringen. Ich sage es aber ganz brutal, wie es ist. Wenn du also auf das Geld deine Hoffnung setzt, dann kann es gut sein, dass plötzlich dein Geld nichts mehr wert ist. Du hast gespart und gespart, anstatt Gott seinen Teil zu geben. Und jetzt stellst du fest, dass du nichts gespart hast, sondern dass das, was bisher billig war, jetzt plötzlich teuer ist und du von deiner Götzen, von deiner Mammonanbetung nichts hast. Das muss ich mir schrecklich vorstellen. Okay, so, wenn also Gott sieht, dass es einen Götzen gibt in einer Gesellschaft oder in deinem privatpersönlichen Leben, dann wird er dafür sorgen, dass dieser Götze anfängt zu rutschen. Macht Gott. Du musst dich dann mit Gott gutstellen, du musst sagen, Herr, entschuldige, du bist Gott. Ich vertraue auf, nicht auf den Staat, nicht auf mein Geld, nicht auf die Bank, sondern auf dich. Ich lese lieber dein Wort anstatt mein Sparbuch. Ich kuschel nachts vorm Schlafengehen mit der Bibel und nicht mit meinem Aktienportfolio. Kannst du ja ruhig haben, sagt niemand was dagegen. Nur, du musst die Prioritäten richtig setzen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Prioritäten? Ah, okay, gut. Jetzt, gut, wie gesagt, ich habe schon mal begonnen. Lass mich jetzt mal weiterfahren. Was ist mit den Gläubigen los in einer Rezession? Jemand, der Gott seinen Teil gegeben hat, dessen Geld nicht sein Gott ist, der auch nicht auf den Staat vertraut, sondern der wirklich aufblickt zu Gott. Wir sehen da zwei Lösungen in der Bibel. Wenn eine Teuerung kam, wenn eine Hungersnot kam, wenn eine Rezession kam, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst und Gott segnet dich in der Rezession, das gibt's, oder du gehst weg. Wir sehen beide Situationen in der Bibel. Einmal ist eine Hungersnot gekommen, eine Teuerung. Der schwarze Reiter ist durchs Land Kanaan geritten, als Isaak dort herumgezogen ist. Isaak, der Mann Gottes, der Prophet des Herrn, einer der Patriarchen, einer, auf dem das Augenmerk Gottes liegt, auf dem der Segen Gottes liegt, der erlebt jetzt, dass eine Hungersnot stattfindet. In seiner Gesellschaft ist plötzlich Rezession. Was nun? Und er überlegt sich, ach, ich weiß, wo es besser ist, ich gehe nach Ägypten. Dort hat der Nil immer Hochwasser und da geht es der Wirtschaft gut. Und er will also nach Ägypten hinabziehen. Er bricht die Zelte ab, er sagt, hier ist mir zu blöd, hier sind mir die Gesetze zu komisch, ich wandere aus, ich gehe nach Paraguay oder Uruguay oder sonst wohin, wo sie mich reinlassen, wo sie mir für eine Bankeinlage eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis ausstellen. Und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, bleib im Land. Bleib in dem Land, in dem ich dir es sage. Es ist das Land Gerar, das ist das Philisterland. Und dort bleibt jetzt Isaak. Und es heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 26, musst du mal nachschauen, Vers 15 oder wo es ist, da steht tatsächlich, und Isaak säte in der Hungersnot und er erntete in jenem Jahr das Hundertfache. So, nur weil Rezession herrscht im Land, heißt nicht, dass bei dir Rezession herrschen muss. Das finde ich gut. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist auch dein Gott. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ist er deiner? Ist er deiner? So, das ist ganz wichtig. Du kannst es also packen, du kannst es schaffen. Ja, es wird dir schwindelig werden, es ist wie eine Achterbahnfahrt. Wenn du siehst, wie links und rechts Firmen pleite gehen, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und feststellst,
Mensch, dieser Laden und jener Laden und dieses Restaurant und jenes Café, die sind alle zu. In Gottes Namen, das musst ich nicht treffen. Sag, Herr, ich vertraue auf dich. Du sagst, ich soll hier im Land bleiben, also bleibe ich und dann musst du was tun. Und er macht da was. Es gibt aber auch die andere Situation. 2. Könige, Kapitel 8. Dort treffen wir auf eine Frau namens, den Namen wissen wir nicht, wir wissen, sie ist aus Schunem. Sie ist die Schunemiterin. Und sie ist, genauso wie Isaak, jemand, der Gott auf dem Thron seines Lebens hat. Sie ist reich, aber sie betet nicht den Mammon an. Sie hat Einfluss beim König, aber sie nutzt den nicht aus. Sondern sie ist wirklich interessiert an Gott. Und es zeigt sich unter anderem dadurch, dass sie dem Mann Gottes, dem Propheten Elisa, wenn der durch ihren Ort zog, ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Ach, was ein Zimmer, ein ganzes Apartment. Sie hat extra aufstocken lassen, auf ihr eigenes Haus drauf. Ein Obergemach mit allem drum und dran. Und dort ist Elisa dann, wenn er vorbeikam, abgestiegen und hat dort übernachtet und es war wunderbar. Und diese Frau ist gesegnet worden dadurch. Sie hat massiv investiert ins Reich Gottes. Und deswegen, sage ich euch, deswegen kommt der Prophet jetzt zu ihr und nicht zu irgendjemand anderem und sagt zu ihr, sieh zu, Schunemiterin, dass du fortgehst und siehst, wo du bleiben kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot ins Land gerufen. Sie wird auch kommen, 7 Jahre lang. 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre Trübsal, 7 Jahre Mangel, 7 Jahre Pfeifen aus dem letzten Loch. Und der Herr weiß, es wird schlimm. Und deswegen sagt er zu seiner Unterstützerin, zu der Frau, die ihn unterstützt, ja, und die ihm auf dem Thron ihres Herzens hat, er sagt zu ihr, geh fort und schau, wo du bleiben kannst. Also es gibt einmal, dass Gott sagt, bleib, und es gibt, dass der Herr sagt, geh woanders hin. Es gibt beides. Du musst schauen, was der Herr zu dir sagt in der gegebenen Zeit. Und dann geht sie, und sie geht in dieselbe Gegend. Sie geht auch ins Philisterland, dorthin, wo Isaak geblieben ist. Und dort bleibt sie 7 Jahre. Es ist eine Unterbrechung, es ist eine schwierige Zeit, wenn du aus deiner vertrauten Umgebung herausgerissen wirst und deine Firma aufgeben musst, deine Äcker brach liegen lassen musst und einfach weggehst in ein fremdes Land, eine fremde Kultur, wo man weder deine Sprache spricht, noch deinen Gott anbetet. Und du weißt nicht, wie gut die Banken sind, ob die auch das Geld, das du ihnen gibst, dann auch sicher verwahren oder ob die nicht morgen pleite sind. Und der Chef sich irgendwie abgesetzt hat in die Bahamas. So, du bist also da mit Schwierigkeiten konfrontiert. Wir müssen damit rechnen, dass wenn schwierige Zeiten über unser Land kommen, auch es uns treffen wird in der einen oder anderen Art. Dass es unbequemer für uns werden wird. Aber ich sage euch mal, diese unbequeme Situation ist auch eine Chance für uns. Ist eine Chance für uns. Gott zieht uns da näher hin zu sich. Wir müssen ihm dann mehr und deutlicher vertrauen. Und es ist gut für manche von uns. Der Herr hat so viel Segen für dich und du bist nicht in der Lage, mit einem schwächlichen Ärmlein diesen Segen herunterzuziehen auf die Erde. Jesus sagt, seid treu mit dem Mammon. Denn wenn ihr mit dem Mammon nicht treu seid, wer wird euch das Eure geben? Wenn ihr mit dem Geringsten nicht treu seid, Lukas Kapitel 16, wenn ihr mit dem Geringsten nicht treu seid, wer wird euch das Wahre geben? Jesus nennt Geld, über das er übrigens mehr gesprochen hat, als über zum Beispiel Glauben und viele andere Dinge. Wenn ihr also mit dem nicht treu seid, wenn ihr Gott damit nicht ehrt, wer wird euch dann jemals die echten, die richtigen, die großen, die gewaltigen, die massiven, die gesellschaftserschütternden Gebetserhörungen geben? Wenn er im Geringsten nicht in die Gänge kommt. Schau, wenn du schon keinen Kilometer rennen kannst, dann brauchst du dich für einen Marathon nicht anmelden. Okay? Wenn du mit 5 Kilo Hanteln schon überfordert bist, dann brauchst du keine 300 Doppelgewichte hier stemmen. 300 Kilo, ja? Manche von uns können das vielleicht. Ich nicht, okay. Das heißt mal anders, ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es auch nicht probieren, mal vorsichtshalber. Ich kann heute Nachmittag mal probieren, meine Frau hochzuheben, aber das ist leicht. Na, das ist ein Arm, ein Bein. Oh, müsste gehen. Okay, gut. Also was machen wir? Wir machen das, was der Herr zu uns sagt. Entweder wir gehen oder wir bleiben. Und wenn der Herr nichts anderes sagt, dann bleiben wir.
und stellen sicher, dass er auf dem Thron unseres Herzens sitzt und nichts anderes. Weder unser Bauch, noch unsere Triebe, noch der Staat, noch unser Geld. Danke für das donnernde Amen. Ja, wuff, da föhnt mir gleich die Haare weg. Alles klar. Gut, lass mich weitermachen. Hölderlin, wer kennt Hölderlin? Wer hat schon mal Hölderlin gelesen? Doch, so viele. Einer? Niemand? Okay, gut, ist ein Dichter gewesen, der zum Plus wahnsinnig war, ein Schwäbischer. Und der hat gedichtet, was hat er gedichtet gleich wieder? Wo es Probleme gibt, da wächst das Rettende auch. Wo Gefahr droht, da wächst das Rettende auch. Und das siehst du wieder und wieder in der Bibel. Wo es Probleme gab und Menschen sich zu Gott gewendet haben, hat Gott begonnen, einen Retter hervorzubringen. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell in Gedanken, im Kopf zu 1. Mose Kapitel 41, genau. Kapitel 41 ist wunderbar. Kannst du heute Nachmittag mal durchlesen, das ist spitze. Und zwar ist das so, dass unser Josef, der Sohn Jakobs, der ist nach Ägypten verkauft worden, ihr wisst schon, in die Sklaverei, das war ganz schlimm für ihn. Er hat ein wirklich, wirklich schreckliches, persönliches Schicksal erlebt. Und es war im Gefängnis. Aber er hat im Gefängnis gute Arbeit geleistet. Außerdem war er geistlich begabt und konnte Träume auslegen. Und er hat sie so ausgelegt, dass sie wirklich eingetroffen sind. Also das war ganz phänomenal. Aber man hat ihn wieder vergessen. Er war jetzt im Gefängnis. Wichtig, dass wir das festhalten. Ein weiser, von Gott gesegneter Mann war im Gefängnis. Ungemütlich für ihn. Und jetzt träumt der Pharao. Pharao ist nicht im Gefängnis. Pharao ist auf dem Thron, ganz weit weg vom Gefängnis. Und Pharao träumt. Er träumt von 7 fetten Kühen, die aus dem Strom heraufziehen. Der Strom ist der Strom der Zeit. Der Nil auch natürlich, ganz klar. So, aus diesem Nil, aus diesem Strom kommen 7 fette Kühe hervor. Und die sind prall und fett und sehen richtig gut aus. Und danach kommen 7 dürre Kühe hervor. Und die dürren Kühe, die fressen die fetten Kühe auf. Und der Pharao, der ist ganz entsetzt und wacht auf und denkt sich, was träume ich denn für Sachen? Und er merkt, dieser Traum, der hat irgendwie eine besondere Bedeutung. Und er schläft wieder ein und er träumt noch einmal. Ja, und diesmal träumt er von 7 Ähren. Und es sind richtige Ähren, die haben nicht nur einen Kopf, sondern gleich 7 Köpfe. Diese Ähren. Und er denkt sich, wunderbar, so lobe ich mir mein Feld. Aber dann sind 7 dürre Ähren aufgesprossen und die haben dann die guten Ähren, die 7 fetten Ähren weggefressen. Und er hat gemerkt, dieser Traum ist nicht irgendein Traum, dieser Traum hat eine tiefere Bedeutung. Der Traum hat eine tiefere Bedeutung. Er hat seine ganzen Priester und Wahrsager und Astrologen und alle möglichen Weisen seiner Tage zusammengerufen und hat gesagt, macht euch Gedanken. Und keiner konnte irgendwie was Intelligentes drüber sagen. Dann denkt einer an seine Zeit der Gefangenschaft und an den Diener, den er damals hatte. Der Diener hieß Josef. Vielleicht gibt es den ja immer noch. Und der konnte auslegen. Und dann gehen sie ins Gefängnis und holen den Josef heraus und stehen ihn vor dem Pharao. Und der Pharao sagt ihm seinen Traum. Und Josef sagt, Pharao, pass auf. 7 fette Kühe, 7 fette Jahre. 7 magere Kühe, 7 magere Jahre. Und weil das wirklich vor Gott beschlossene Sache ist, deswegen hat er dir denselben Traum zweimal gezeigt. 7 fette Ähren bedeuten dasselbe wie die fetten Kühe. Wirtschaftlichen Reichtum, wirtschaftlichen Wohlstand. Aber dann kommen 7 dürre Kühe und 7 dürre Halme und die bedeuten, es kommen auf die 7 guten Jahre 7 schlechte Jahre. 7 so schlechte Jahre, dass man hinterher von dem Wohlstand, der mal geherrscht hat, nichts mehr sehen wird. Wir haben es hier mit einem Pharao zu tun, der verantwortungsbewusst ist, der merkt, irgendwie droht dem Land, droht der Gesellschaft eine Gefahr und ich muss da jetzt was machen. Ich bin der von Gott gesetzte Regent, ich muss mich darum bemühen, hier eine gute Lösung zu finden. Solche Regenten sind gut. Schau, nicht alle Pharaonen waren böse. Der Pharao war gut. Der war verantwortungsbewusst, der wollte eine Lösung auf ein heraufdämmerndes Problem finden. Und Gott hat es natürlich schon längst gewusst, dass der schwarze Reiter durch Ägypten reiten wird und um die ganze Welt reiten wird, dass eine große Hungersnot kommen wird. Und deswegen hat er einen Mann vorbereitet.
Er hat ihn aus der Provinz herausgeholt und hat ihn in die Hauptstadt der Welt gesteckt, in die Hauptstadt von Ägypten. Und dort musste er ins Gefängnis, aber er hat sich auch im Gefängnis bewährt. Er war im Kleinen treu. Unser Josef. Und Gott hat es natürlich alles gesehen. Schaut, Gott hat dem Josef Sklaverei und Entführung und Verkauf und Schinderei und Plagerei zugemutet, weil er wusste, Josef muss sich an den Ort hinbringen, wo er maximalen Einfluss hat, es gibt nur ganz wenige wie ihn, damit er dann der maximalen Menge von Menschen zum Segen wird. Dort in der jüdischen Provinz hinten in Kanaan, da wird er nicht zum Segen. Da wird er vielleicht ein reicher Rancher, aber wir brauchen jemanden, der genug Verstand hat, um die ganze Welt zu retten. Also nimmt Gott ihn einfach ganz brutal und steckt ihn in die Hauptstadt der Welt. Und zur rechten Zeit kommt er aus der totalen Obskurität, aus der völligen Unbekanntheit heraus und wird vor den Thron gestellt und dürft sich dort entfalten. Der Pharao ist nämlich so platt, weil nämlich Josef nicht nur den Traum interpretieren kann, sondern den auch gleich noch nützlich verwertet. Er sagt, jo, Pharao, nachdem es also 7 gute Jahre geben wird und 7 schlechte Jahre geben wird. So schlechte Jahre, dass man von dem Wohlstand, der mal geherrscht hat, nichts mehr sehen wird. Wir werden in eine Elendszeit kommen. Da habe ich gleich ein Programm. Lass uns Folgendes machen. Lass uns 20% als Steuer einnehmen von dem in den fetten Jahren, damit wir dann in der Not haben. Und das speichern wir auf. Und wenn es dann die schlechten Jahre kommen, dann verkaufen wir das alles wieder. Auf diese Art und Weise wird im Land Ägypten keine Not herrschen. Und der Pharao und seine ganzen Weisen, die hören das und die sagen sich, hat jemand was Besseres? Und alle sagen, nein. Und dann sagt Pharao, gut Josef, wir machen dich jetzt zum Exekutivpharao. Ich bin der Pharao, aber du hast es sagen, du bist mein Großvezier. Ich vertraue dir jetzt die Amtsgeschäfte über Ägypten an. Ein Mann, der vor einer halben Stunde noch in der völligen Unbekanntheit war, in der Obskurität war, der ist plötzlich von Gott an einen prominenten Ort gebracht worden und er hat Ägypten und nicht nur Ägypten, das ganze Land gerettet. Denn als die schlechten Jahre kamen, hat Josef die Scheunen aufgemacht und hat Getreide verkauft und von überall her sind sie gekommen. Zu diesem weisen Josef und haben Getreide gekauft. Auf die Art und Weise ist Pharao nicht ärmer geworden und Josef auch nicht ärmer geworden in der Hungersnot. So, es ist eine Sache, einen Traum zu haben. Es ist auch, du musst auch in der Lage sein, schau, den Traum dann zu verwerten und zu einem praktischen Programm durchzudringen. Viele hätten gern Träume von Gott, aber ein Traum ist nur ein Mittel zum Zweck. Okay, Gott gibt dir einen Traum, damit du dann was draus machst, damit du darauf reagierst, damit du einen Plan dann hast hinterher. Ja, und das war bei Josef ja der Fall. Der wusste sofort, was jetzt zu tun ist. Der hat nicht nur ein geistliches Auge gehabt und ein geistliches Ohr, der hat auch genug Menschenverstand gehabt und Organisationstalent, um was draus zu machen. Aus seinen geistlichen Offenbarungen. Finde ich gut. So, wir brauchen beides. Schau, wir brauchen geistliche Ahnung und die Fähigkeit durchzudringen im Gebet einerseits. Andererseits brauchen wir aber genug Verstand und Weisheit, dass wir mit den Situationen, die wir vorfinden, richtig umgehen, damit wir nicht auch in der Krise landen. Das ist prima. Also ich finde es gut. Ja, und Josef hat dann also Israel, seine Vaterfamilie und ganz Ägypten und die ganze Welt gerettet. Das ist prima. Wir haben es jetzt zu tun mit einem verantwortungsbewussten Regenten, aber was jetzt, wenn Pharao ganz anders tickt, wenn Pharao die Scheunen nicht füllt in der guten Zeit, sondern wenn der Pharao die Scheunen leer macht, absichtlich. Was, wenn der Pharao die Interessen seiner Untertanen gar nicht im Sinn hat? Wenn er sich denkt, das sind sowieso nur Parasiten des Planeten. Je weniger es von denen gibt, desto besser ist es. Was, wenn der Pharao so tickt? Was, wenn er gar nicht dran denkt, die Speicher aufzufüllen? Was, wenn der ein Ideologe ist, der alle auf seinen Trichter bringen will, auf seine Idee, in seine Ideenwelt hineinführen will? Dann müssen wir es machen wie Daniel.
Daniel Kapitel 1 und Daniel Kapitel 6, schauen wir uns jetzt ganz schnell an. Daniel Kapitel 1, da ist es so, dass die Babylonier kommen und Juda, das heilige Land, das gelobte Land, übernehmen, plündern, die Leute massakrieren. Was nicht massakriert wird, kommt in die Gefangenschaft und in die Sklaverei nach Babylon. So, jetzt ist es so, dass Israel in Babylon ist. Sie sind jetzt nicht mehr im gelobten Land. Es ist nicht mehr so, dass sie einen Heimvorteil haben. Es ist nicht mehr so, dass an jeder Ecke eine Kirche steht, die auch noch besucht wird am Sonntag. Sondern jetzt sind sie in einer Gesellschaft, in der man die Juden und ihren Gott einfach nicht mag. Jetzt sind sie nicht mehr, wie gesagt, sie haben keinen Heimvorteil mehr. In der Gesellschaft, in der sie jetzt sind, kann man sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Sondern jetzt sind plötzlich ganz andere am Drücker. Jetzt ist es nicht mehr so, dass man sich einfach aus Tradition heraus und von der Kultur her versteht. Jetzt hat man plötzlich mit so vielen Kulturen zu tun. Die Babylonier waren ja durchaus bunt und durchmischt und divers, ja, dass man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Aber die Babylonier und der babylonische König, der hat natürlich einen Plan. Der will die Welt in seinem Ebenbild neu erschaffen. Der will, dass alle so denken wie er. Und dazu ist es jetzt notwendig, dass er die Leiter der Juden, die Königssöhne, die Begabten, die Intellektuellen, diejenigen, die was drauf haben, dass er die umerzieht und ihren Glauben, den Glauben ihrer Väter ihnen austreibt und sie andererseits zu echten Babyloniern macht. So, jetzt kommt er also, der Gesandte des Königs, zu den Königssöhnen und zu den Adligen und zu den Leuten, den Leitern von Juda in Babylon und sagt zu ihnen, hört mal zu, der König kann euch gut leiden. Er gibt euch deswegen eine Universitätsausbildung. Kostenlos, kostet euch keinen Cent. Und hinterher, wenn ihr euch gut angestellt habt, dann bekommt ihr auch einen sicheren Job beim Staat. Ihr tretet in den Dienst des Königs. Ihr habt ein gesichertes Einkommen, das ist alles wunderbar, was ihr da auf euch zukommen sehen werdet. Und viele denken sich, gut, wo ist der Haken, was ist der Preis? Und genau jetzt kommt er. Dafür müsst ihr natürlich diesen alten, altmodischen Aberglauben, den eure Väter geglaubt haben, ablegen. Also diesen Glauben an Gott und so. Wer glaubt heute noch an Gott? Ihr seid ja verrückt. Ja? Ihr müsst natürlich Babylonier werden. Ihr bekommt von uns auch neue Namen. Schau, Daniel, das heißt, Gott ist Richter, wird umbenannt in Belshazzar. Und Bel ist der babylonische Gott. Irgendwas mit Bel ist der Größte oder so, oder Gott, oder man lobe Bel, irgendwie sowas. Das ist sein neuer Name. Er kriegt einen neuen Namen. Das bedeutet, er kriegt eine neue Identität. Der Staat, in dem Fall der babylonische, der will denen eine neue Identität überziehen. Er sagt, ihr kriegt von uns alles, euch geht's wirklich gut. Wir machen euch reich, wir machen euch dick und fett. Wir lesen euch alle Wünsche von den Augen ab, aber ihr müsst den Glauben eurer Väter abhaken. Ihr müsst so werden wie wir. Ihr müsst progressiv werden, ihr müsst Babylonier werden. Und Daniel sagt, nö. Er sagt, gut, ich lasse mich ausbilden. Und ich ziehe mich auch so an, wie die wollen, das ist alles nicht so wichtig. Und ich werde gute Arbeit leisten für den König. Ich werde ein guter Verwalter sein. Werde ich sein. Aber meinen Glauben werde ich mir nicht austreiben lassen. Meinen Glauben werde ich mir nicht nehmen lassen. Ich werde an Yahweh, den Gott Israels, glauben alle Tage meines Lebens. Denn er ist Gott und sonst keiner. Aber warum hat er euch dann aus eurem Land ausgetrieben? Weil wir ihn verlassen haben. Hat er uns verlassen. Aber ich werde Gott nicht verlassen. So, Daniel schaut, ihr müsst auch wissen, Daniel war ein Adliger. Daniel war ein guter Mann eigentlich. Daniel hat wahrscheinlich zu den Füßen des Propheten Jeremia gesessen, hat ihn gehört. Hat die Salbung des Heiligen Geistes erlebt in seiner Jugendzeit, das war alles richtig gut. Und dann plötzlich kommen die Babylonier und die gewinnen auch noch gegen das Heilige Land, gegen das Volk des Herrn. Und Israel wird kassiert, Juda wird kassiert und jetzt sind sie in der Gefangenschaft. Aber Daniel sagt, egal, auch wenn ich in einer Gesellschaft jetzt bin, die Gott feindselig gesonnen ist,
macht mir nichts. Ich werde bei Gott bleiben, basta. Und wenn du sagst, wenn du jetzt Amen sagst, pass mal auf. Diese Hingabe, diese Entscheidung, ich will bei Gott bleiben, wird hundertprozentig auf die Probe gestellt werden. Würze, früher oder später wird es für dich leichter sein, Gott abzutun, so zu tun, als würdest du ihn nicht kennen, ihn ein wenig zu verleugnen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Aber ein wenig. Aber der Herr möchte, dass du bei ihm bleibst, und zwar richtig. Und es kann sein, dass der Druck so groß wird, dass du ganz klar und deutlich sagen musst, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Es kann sein, dass der gesellschaftliche Druck so groß wird. So, was macht Daniel? Daniel sagt, ich möchte kein Babylonier sein im Herzen, sondern ich will Gott nachfolgen. Und jetzt pass auf. Der Kern, die Kernschriftstelle, der Kernsatz, der Eckstein der Bergpredigt steht in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Dort steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Alles andere wird euch, in dem Moment, in dem du Gott an erster Stelle setzt, ist der Segen, hör mal, ist der Segen unterwegs zu dir. Sind Menschen, Mittel und Möglichkeiten, sind Gelegenheiten voranzukommen, dich zu entfalten, unterwegs zu dir. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Geld wird dir zufallen. Ja, und alle möglichen, eine gute Position, Arbeitsstelle, alle diese Dinge, die werden dir zufallen, wenn du Gott an erste Stelle stellst. So, und wie stellt man Gott an erste Stelle? Wie macht man das? Ja, schauen wir uns ganz kurz Daniel an. Daniel soll jetzt also zum Babylonier werden. Er geht in die Universität, er macht's gut. Aber er sagt, ich möchte mich nicht verunreinigen an dem Essen von denen. Denn die essen Dinge, die für Juden unkoscher sind, nicht koscher sind, die für Juden verboten sind. Sollten die im Alten Testament nicht essen. Und Daniel will also das nicht essen. Das ist seine Art, jetzt nach Gott zu trachten und ihm etwas Gutes zu tun, ihm etwas recht zu machen, ihn anzubeten. Okay, macht er. Und der Hof, der Oberste, der über diese jungen Leute gesetzt ist, der sagt, Bub, du musst essen, was der König vorschreibt, koscher oder nicht. Und Daniel sagt, wir machen einen Deal, einen Handel. Und zwar, du gibst mir jetzt 10 Tage, was ich sage, koschere Sachen zu essen. Und den anderen gibst du, was du willst, was der König vorgeschrieben hat. Und nach 10 Tagen, dann vergleichst du uns mal. Und wenn wir schlechter aussehen als die anderen, dann essen wir auch, was der König vorschreibt. Also er lässt sich da wirklich drauf ein. Ja? Und dieser Oberste, der verantwortlich ist für diese jungen Leute, der sagt, also gut, 10 Tage können wir es mal probieren. Und dann isst er wirklich nur 10 Tage Gemüse, Daniel und seine Freunde. Und nach diesen 10 Tagen trachten nach dem Herrn auf diese Weise, Gott ehren, ja, sieht er besser aus und wohlgenährter als die anderen, die Köstlichkeiten von der Tafel des Königs gegessen haben. Und der Oberste, der sagt, na gut, also ihr seht nicht schlechter aus, im Gegenteil, ihr seht besser aus, spann doch mal diesen Bizeps an, du meine Güte. Ja, und dann lässt er die. Und dann sagt er, okay, wir tun den Königskrempel weg und ihr könnt euer jüdisches Koscherzeugs essen, ist in Ordnung. So hat sich Daniel durchgesetzt. So hat er nach dem Reich Gottes getrachtet. Andere haben nach dem Reich Gottes getrachtet, dadurch, dass sie nicht nach Jerusalem gezogen sind zum Passa, sondern abgebogen sind, um Jesus zu hören. Draußen in der Prärie, wo er eigentlich Urlaub machen wollte mit seinen Leuten. Und die Leute kommen und Jesus sieht die Menschen, die da zu ihm kommen. Der ganze Landstrich ist voll von den Leuten, die zu ihm auf den Hügel kommen. Sein Inneres ist bewegt und er lehrt und er predigt und er heilt und alle bleiben da, weil sie ihn hören wollen, weil sie merken, Gott ist mit ihm. Ist ja klar, wenn du geheilt wirst, ja. Und zum Schluss sind sie so hungrig, dass sie schier verschmachten in der Hitze. Denn in Israel wird es wirklich heiß. Wer war schon mal in Israel? Boah, da wird es heiß. Heiß, heiß. Naja, auf jeden Fall sagt Jesus dann, jetzt können wir sie nicht einfach so entlassen, jetzt geben wir denen noch was zu essen.
Und die Jünger sagen, wir haben nicht genug Geld und überhaupt, wozu, wo soll man da was kaufen? 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Du, wir müssten ja die Supermärkte plündern, wenn sie voll wären, aber jetzt ist Abend, jetzt sind sie leer. Und Jesus nimmt Brot und er nimmt Fische und er segnet sie und er speist diese 5000. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das Essen fällt euch zu. Merkt ihr was? Und nicht nur einmal, bei den 5000, bei den 4000 auch. Ist gut. Okay, aber ich muss jetzt noch weiter. Ich muss nächste Woche noch eine Botschaft dranhängen. Nächste Woche werden wir tiefer einsteigen in Matthäus Kapitel 6, 33. Eigentlich von 9 bis dann runter bis 34. Ein Stück von der Bergpredigt, schauen wir uns nächste Woche genauer an. Wird dich segnen. Wird dich gewaltig segnen, wird zu dir sprechen. Aber heute kommen wir über Daniel nicht raus. Denn Daniel muss jetzt geprüft werden. So richtig bis aufs Blut. Und ich möchte, dass du zumindest innerlich bereit bist, wenn so eine Situation kommen sollte, wenn so eine Prüfung bei uns vorbeireiten sollte auf einem schwarzen Pferd. Was passiert? Daniel ist richtig gut. Wir sind jetzt in Daniel Kapitel 6. Daniel ist ein Topmann. Er ist einer von den drei Herrschern Babylons. Musst du dir mal vorstellen. Ein entführter Sklavenbub aus Juda. Der wird zu einem der drei Herrscher Babylons, weil er so kompetent war. Und weil er nach Gott getrachtet hat. Und Gott hat ihm dann eben eine Position zufallen lassen. Über ihm war nur noch der König, Darius in diesem Fall. Unter ihm waren 120 Satrapen. Und er war besser als alle anderen. Er hat besser gearbeitet als alle anderen. Das ist eine Sache. Schau, nicht nur im Gebet richtig draufhauen, nicht nur geistlich träumen, nicht nur diese Dinge tun, sondern auch in der realen, also nicht in der realen, sondern in der physischen Welt, in der materiellen Welt, in der natürlichen Welt, gute Leistung bringen. Okay, wichtig. Denn das sorgt dafür, dass dieser superkompetente Daniel jetzt zum Herrscher über ganz Babylon sein, aufsteigen soll. Alle anderen, auch seine bisherigen beiden Ministerkollegen und die 120 Satrapen, die das Reich beherrscht haben, die sollen jetzt alle ihm unterstellt werden. Und es bringt natürlich Neider hervor. Es kommt jetzt eine gesellschaftliche Strömung auf, die gegen den Gott von Daniel ist, gegen den Glauben von Daniel ist, die sich gegen den Glauben Daniels ausspricht und die sich natürlich gegen die Person Daniels ausspricht. Denn den Einfluss von Daniel wollen diese Leute abschneiden. Die wollen den Einfluss des Glaubens begrenzen. Wollen sie vernichten, wollen sie abschaffen. Und wisst ihr, es gibt immer wieder solche Tendenzen im Land, dass man den christlichen Einfluss abschaffen will. Und mit dieser Situation werden du und ich früher oder später auch konfrontiert werden. Und jetzt ist es eben so, dass diese Leute neidisch sind auf Daniel, weil er so gesegnet ist. Und sie durchsuchen seine Bücher und sie finden in seiner ganzen Amtsführung nichts, womit sie ihn anklagen können. Und in Kapitel 6, Vers 6, Daniel 6, Vers 6, da steht, wir werden nichts gegen den finden, wir werden gegen ihn keinen Anklagegrund finden, außer im Gesetz seines Gottes. Hast du das gehört? Wir können ihm keinen Strick drehen, außer dass wir irgendwie was im Gesetz seines Gottes finden. Wir kommen an den leistungsmäßig nicht dran, weil es so gut ist, aber wir können irgendwie ein Gesetz erlassen, was es verbietet, bestimmte Dinge zu glauben oder zu predigen, die sein Gott vorschreibt, die in seinem heiligen Buch stehen, die in der Bibel stehen. So, sie bringen also da jetzt eine gesellschaftliche Strömung zum Laufen, die bestimmte Wahrheiten aus der Bibel verbietet. Dass man die nicht mehr haben darf oder dass die ganz, ganz schlimm sind, dass die diskriminierend sein sollen. Okay? Machen die. Alter Trick vom Teufel. Weil es mir gerade einfällt, dass ich es nicht vergesse. Kennt ihr den Begriff brüllender Löwe? Steht im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Ne? Passt auf, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Aber dieser Begriff steht noch einmal in der Bibel an einer Stelle. Und zwar in Hesekiel Kapitel 22, Vers 25. Da heißt es, die Oberen, die Herrscher, sind in seiner Mitte, in der Mitte des Volkes Gottes. Die Oberen sind in seiner Mitte wie ein brüllender Löwe, der Beute reißt. Seelen fressen sie.
Ich habe mir gedacht, einmal ist der brüllende Löwe der Teufel, das andere Mal ist der brüllende Löwe der Staat. Ich dachte mir, sehr interessant. Gibt es also, dass nicht nur Gott den Staat benutzt, wie den Pharao bei Josef, sondern dass auch jemand anders den Pharao benutzt eine Zeit lang, um dann Schwierigkeiten zu machen fürs Volk Gottes. Ist gut für dich, wenn du das im Hinterkopf hältst. Okay, was passiert jetzt mit unserem Daniel? Unser Daniel, der lebt sein Leben. Und seine Neider, die kommen jetzt und die verklagen den Daniel, beziehungsweise das machen sie zunächst mal nicht. Was sie machen, ist Folgendes. Sie gehen sehr clever vor. Sie gehen zum König und sagen, König, schau mal, wir sind alle hier, 120 Satrapen und 2 Minister. Und wir sind alle gegen den einen Minister Daniel. Wir sind die erdrückende Mehrheit und die Presse ist für uns. Und überhaupt, sagen diese Leute. Und jetzt kommen sie an und sagen, wir möchten, dass du ein Gesetz erlässt. Wir alle wollen, dass du ein Gesetz erlässt. Die gesellschaftliche Strömung ist so, der Zeitgeist ist so, dass du ein Gesetz erlassen sollst. Und der König sagt, ja, welches denn? Er sagt, und dann sagen sie, dass niemand beten darf zu irgendeinem Gott, außer zu dir, o König. Also in anderen Worten zum Staat. Der Staat wird zum Götzen gemacht. Und der Darius, der sagt, ja, halt so gut, wenn ihr das für intelligent haltet, 30 Tage lang darf niemand zu irgendjemandem beten, kommt mir blöd vor, aber wenn ihr das wollt, also gut. Und er unterschreibt dieses Gesetz. Und dann passiert was. Daniel hört von diesem Gesetz, dass man jetzt nicht mehr beten darf, dass man den Gott Israels nicht mehr anbeten darf, dass man jetzt Schwierigkeiten bekommt, wenn man das tut. Dass man Schwierigkeiten bekommt, wenn man bestimmte Überzeugungen aus der Bibel artikuliert. Was macht Daniel jetzt? Daniel macht das Fenster auf nach Jerusalem. Er macht das Fenster auf. Das offene Fenster ist das Internet seiner Zeit. Hier, damals gab es kein Internet, dass du in die Häuser von anderen Leuten schauen konntest durch die Kameras auf dem Computer, sondern damals musstest du noch zum Fenster reinschauen. Und Daniel macht es denen einfach. Er macht das Fenster weit auf, er geht quasi ins Internet und überträgt dort seine Gebetsstunden live. Wie er sich 3-mal am Tag vor Gott niederwirft und Gott anbetet, wie vorher. In anderen Worten, er hat sich um dieses neue Gesetz nicht geschert. Stell dir das mal vor. Der bleibt einfach bei seinen bisherigen Überzeugungen. Basta. Egal, was der Zeitgeist vorschreibt. Egal, was die Gesetzeslage ist. Und deswegen haben die ja das Gesetz erlassen, dass sie den Daniel anklagen können. So, die ganzen Satrapen und die Minister, die rennen jetzt zum König und sagen, oh König, Daniel widersteht dir. Und er hält sich nicht ans Gesetz. Sie verleumden ihn, denn Daniel ist nicht gegen den König. Überhaupt nicht, er ist loyal, er macht gute Arbeit. Er ist nicht im Bummelstreik, hallo, sondern er tut, was richtig ist. Sie verleumden ihn. Bist du in der Lage, verleumdet zu werden, ohne dass es dich gleich umwirft? Okay, ich mache weiter. So, der König merkt jetzt, was passiert ist. Ach so, diese Neider, die wollen meinen fähigsten Mann ausschalten. Deswegen dieses Gesetz. Und er ist sauer auf seine Verwalter. Und er schätzt den Daniel natürlich. Und er will diesen Daniel retten. Aber wie? Das Gesetz, das er selber unterschrieben hat, steht jetzt dagegen. Und das Gesetz der Meder und Perser, das dürfen wir nicht mehr auslöschen. Das ist unaufhebbar, weil sonst könnte ja jeder kommen. Die wollten also durchaus einen Rechtsstaat haben, ja? Dass nicht nur der König herrscht durch Willkür, sondern das Gesetz ist nicht schlecht, grundsätzlich. Aber hier ist ein Missbrauch der Justiz vorhanden, ganz klar. Interessengruppen versuchen, die Justiz für ihre Ideologie zu missbrauchen. Und der König merkt das, aber ihm sind die Hände gebunden. Und er versucht den ganzen Tag lang, den Daniel zu retten. Aber dann zeigen diese Leute ihre wahren Farben. Sie sagen zu ihm, wisse, König, wir haben ein Gesetz, an das auch du dich halten musst. Wir sind ein Rechtsstaat, an den auch du dich halten musst. Und der König sagt, also da hilft jetzt nur noch Gottvertrauen. Und er lässt den Daniel bringen und er sagt, Daniel, möge dein Gott, auf den du vertraut hast, die ganze Zeit jetzt, wegen dem du so bockig bist, möge der dir jetzt helfen.
ich kann nichts machen. Und Daniel wird gebunden und er wird in die Löwengrube hinabgelassen. Dann versiegelt man die Löwengrube und macht Siegel drauf, damit da nicht jemand kommen kann und den Daniel noch töten kann, wenn es die Löwen nicht tun. Und der König ist wirklich fertig, er ist sauer, er ist schlechter Laune. Er lässt nicht einmal die Mädels kommen in der Nacht. Ihr wisst ja, König, Harem und dieses ganze Zeugs. Im Fernsehen kommt auch nichts, er ist also fertig. Er ist sauer und wie konnte ich nur so dumm sein und mich auf dieses Gesetz einlassen? Gott, wenn es dich gibt, hilf meinem Daniel, ich brauche ihn, die Welt braucht ihn, wir brauchen Daniel. Stell dir vor, Pharao hätte seinerzeit Josef in den Knast gesteckt. Stattdessen hat der Pharao ihn aus dem Knast herausgeholt. Und kaum bricht er die Morgenröte an, der König kann die ganze Nacht nicht schlafen, kaum bricht die Morgenröte an, zieht er sich im Morgenmantel an und er eilt durch die Marmorhallen seines Palasts runter hinaus in den Hof zum Kerker und er klopft auf den Stein drauf, mit dem er die Löwengrube versiegelt hat. Daniel, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich retten können? Und jetzt pass auf, wie Daniel antwortet. O König, lebe ewig. Klingt es verbittert? Klingt es, König, du Lusche, was hast du mit mir gemacht? Nein, Daniel weiß, auch der König ist nicht sein Retter. Gott ist sein Retter. Ihr Lieben, Daniel musste in die Löwengrube, wegen seiner Überzeugungen. Er musste in die Löwengrube, dort ist es nicht gemütlich. Auch wenn es starke gesellschaftliche Kräfte gab, die ihn nicht in der Löwengrube haben wollten. Er musste trotzdem dorthin. Bist du auch bereit, in deine persönliche Löwengrube zu gehen? Überleg dir das, bevor du Amen sagst. Denn um diese Löwengrube kommst du möglicherweise nicht herum. Da musst du dir jetzt Gedanken darüber machen, was mache ich, wenn ich dort lande? Und Daniel ist ganz cool. Er sagt, oh König, lebe ewig, schön deine Stimme zu hören. Du, der du dieses Gesetz gemacht hast, das mich jetzt hier in den Folterkeller gebracht hat und zu den hungrigen Löwen, Gott segne dich, es hat mir nichts geschadet. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es wird dir nichts schaden. Sag mal mit mir, keine Waffe, die wider mich geschmiedet ist, der wird es gelingen. Halleluja. Und die Grube geht auf, sie holen Daniel raus. Der König, der sieht Daniel und er drückt ihn, ja, und er sagt, Daniel, so gut dich wieder zu haben, ist es so schön. Und dann wird der König so richtig sauer. Er sagt, und diese Finsterlinge, die Daniel in der Grube sehen wollten, bringt sie alle her und werft sie in die Grube. Sag mal mit mir, wer anderen? Ganz genau, Salomo, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Sie haben diese Grube gegraben und sie sind in dieser Grube selber gelandet. Deswegen, schad nie einem anderen, sei gut zu anderen Leuten, das ist gut für dich. Tu Gutes und du wirst Gutes ernten. Und ansonsten mach dich gefasst. Ja? So, also die gesellschaftlichen Kräfte, die den Glauben und die Gläubigen behindern und auslöschen und ausradieren wollten, die haben es nicht geschafft. Im Gegenteil, sie sind selber zu Klump geschlagen worden. Sie sind vernichtet worden und Gott hat dafür gesorgt. Denn kaum sind diese Männer, die waren noch in der Luft, ja, sind die Löwen schon über sie hergefallen. Die Löwen, mit denen Daniel gekuschelt hat in der Nacht, die haben die anderen verspeist. Und dann passiert noch was. Der König Darius, der sieht es. Ja, und seine Haare stehen zu Berge. Er sieht, er kann ja zählen, zwei und zwei zusammenzählen. Daniel, ganze Nacht, gerettet, nichts passiert, weil er auf seinen Gott vertraut. Und die Böse, 5 Sekunden unten, 4, 2 und nichts mehr über, alle Knochen zermalmt. Und dann lässt er ein neues Gesetz ausfertigen, ein neues Gesetz ist unterwegs. Und dort heißt in diesem Gesetz, heißt ich, Darius, an alle meine Untergebenen, an alle Länder, wehe, ihr sagt ein schlechtes Wort über den Gott des Daniel. Denn niemand, kein Gott kann retten wie der. Er ist der lebendige Gott. In anderen Worten, der König Darius, der bekehrt sich. Aufgrund der Krise des Daniels bekehrt sich Darius. So in anderen Worten, der Staat, der renkt sich wieder ein und wird wieder ein Diener Gottes und ein Diener seiner Untertanen, will ich jetzt nicht sagen, der Menschen, für die er zuständig ist. Darius ist ein guter König geworden.
Und Kyros nach ihm dann auch. Waren gute Könige. Mann, oh Mann, oh Mann, das war knapp. Aber wir halten mal Folgendes fest. Daniel musste durch das tiefe Tal für seine Überzeugung. Aber er ist rausgeholt worden. Die wichtigste Person im Staat hat sich bekehrt, wurde zu einem Nachfolger Gottes. Und diese wichtige Person hat dem Glauben den Weg geebnet. Jetzt plötzlich war der Zeitgeist wieder christlich. Jetzt war der Zeitgeist plötzlich pro Daniel und nicht mehr gegen ihn. Plötzlich war das, was Daniel gesagt hat und die Werte, für die er stand, die waren wieder wichtig, die waren wieder im Mittelpunkt. Die Welt hat sich wieder eingerenkt. So, wenn der Herr uns jetzt leiden lassen sollte für unsere Überzeugungen, dann nicht deswegen, weil er uns schinden will, sondern deswegen, weil er die vielen retten will und durchbrechen lassen will zur Erweckung. Ja, dass sie Jesus finden. Amen. So, alle reden zum Schluss gut über den Gott Daniels und alle gehen mal neugierdhalber in die Synagoge, um mal zu hören, was die dazu sagen. Überlegt ihr das mal. Stellt euch mal vor, die Regierung schaltet plötzlich nicht mehr lasst euch alle impfen Anzeigen in der Zeitung, sondern geh doch mal wieder in die Kirche. Geh doch mal in die Online-Kirche. Ja, geh doch da mal hin. Ja. Christliches Glaubenszentrum. Schau doch mal vorbei. Stellt euch das mal vor. Plötzlich denken sich die Leute, ja, könnten wir eigentlich mal machen. Amen. Oh Mann, oh Mann. Ich habe noch so viele Sachen. Ich muss jetzt hier einfach Schluss machen, weil sonst wird es viel zu viel langt. Amen. Also zum Schluss gewinnt der Herr immer. So, wenn du dich also in seinem Windschatten einfindest, dann bist du auf der sicheren Seite. Auch wenn du mal ins Trudeln kommst, auch wenn du mal im Ventilator landest oder in der Löwengrube, es ist nicht dein Schicksal, im Gegenteil. Okay. Und falls du jetzt Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, ganz bewusst, und Panik schiebst wegen des schwarzen Reiters der Inflation, der umgeht im Land, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, ganze Sache zu machen mit Gott und Jesus in dein Leben einzuladen. Sag mal mit mir, Vater Gott, vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich am Kreuz war, gelitten hat und auferstanden ist. Herr, ich glaube. Und ich bitte dich um ewiges Leben. Jesus, komm in mein Herz. Mach mich neu. Und Herr, ich empfange jetzt. Jetzt schnaufst du mal tief ein. Und wenn du das jetzt mitgebetet hast zum ersten Mal, dann bist du jetzt von Neuem geboren. Dann bist du jetzt ein Kind Gottes und das Minus in deinem Herzen hat sich verwandelt in ein Plus und es wird aufwärts mit dir gehen, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest. Und zumindest hast du ja jetzt damit begonnen. Amen.